Strahlend blauer Himmel, Sonne satt. Und das ganze Jahr über. Willkommen im sonnigsten Ort unserer Erde. Wir sind hier in Yuma, Arizona, im Südwesten der USA, direkt an der mexikanischen Grenze. Yuma gilt als der sonnigste Ort der Welt. Mit über 4000 Sonnenstunden pro Jahr kommt man hier auf etwa 91% des überhaupt astronomisch möglichen Sonnenscheins. Hey, da bleibt nicht viel Zeit für Niederschlag und Wolken. Gerade mal 80 Liter Niederschlag auf den Quadratmeter fallen hier pro Jahr. Zum Vergleich, in Köln sind es etwa 700, auf Mallorca ca. 400 Liter. In Deutschland liegt der Rekord für die höchste jährliche Sonnenscheindauer bei 2329 Stunden, gemessen in Klippeneck auf der Schwäbischen Alb. In Yuma scheint sie durchschnittlich doppelt so lang. Vergleichbare Werte findet man nur in den Wüstengebieten unserer Erde. 20 Kilometer westlich von Yuma liegen die Algodones-Dünen. Ein beeindruckendes Dünenfeld, 85 Kilometer lang, 10 Kilometer breit. Mit nur 25 mm Jahresniederschlag gehört die Region zu den trockensten der Welt. Keine Frage, die Landschaft hier ist sehr beeindruckend. Die Wüste, die Hitze, die Trockenheit, der Sand, der Wind und jetzt am Abend vor allem über den Dünen bei Sonnenuntergang die Lichtstimmung. Einzigartig. Aber hier zu leben wäre für mich persönlich einfach zu trocken. Ich mag die Jahreszeit mit all dem Wetter, das dazugehört. Ich bin Marco Kaschuba vom Wetter Online. Macht's gut.